Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Hexit. Ich vergesse immer wieder kurz den Namen. Mit dabei ist wieder die Nanny Meets. Ich Hallo. Begrüße dich und wow. Es sah aus, als ob du mich hier anspringst. Das sieht echt toll aus. Also die Aufnahme kannst du dir dann tatsächlich mal angucken, die ist witzig. So, wir haben jetzt das Ziel gesetzt. Oh ja, erzähl erstmal. Ja, nö, du warst bei mir gerade so ein. Bei mir noch am Strand. Und dein Boot ist dort. Komm. Der liegt. Der ist nah, der ist nah. Hol ihn dir. Lehm, Dorf, das Dorf kann man auch löschen. Hä? Wasser gefallen. Dann. So. Ah, cool. Der ist doch hier ins Wasser. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Ich bin ja gerade auf der Karte und habe jetzt mal die Burg für mich als erledigt markiert. Also. So, und jetzt wollen wir zu dem grünen Bubbel da. Zu dem Turm. Zu dem Turm? Ah, da kommen wir an dem Bubbel vorbei. So, wo bist du? Ich tauche gerade wieder auf. Oh, ist schon wieder dunkel. Ach, da bist du. Dann ist wieder Stardust. Dunkel ist der Turm noch fieser. Echt blöd, ey. Na gut. Und wir haben nicht mal eine Uhr dabei. Wir haben Redstone, wir hätten uns eine Uhr bauen können, ne? Ich glaube, die baut man mit Redstone. Bin mir unsicher. Bei dir. Bei dir droppen auch immer wieder so eine grüne 1. Das ist, wenn ich mich heile. Ah, okay. Rot ist, wenn du Schaden nimmst, und grün ist, wenn wir uns heilen. Ich sag's ja nur ungenau, das klingt verdammt logisch. Okay. Wenn du bereit bist, dann ruf bereit. Ja, das Boot ist natürlich wieder kaputt gegangen. Ach, perfekt. Eins gebaut. Los. So, auf nach Osten, ne? Huch. Ja, also da zu diesem. Ja. Da lang ungefähr. Fährst du nach. Wollten wir nicht zu dem Turm? Fährst du nach Osten oder nach Westen? Momentan runter zu. Ach, zu dem Turm! Welchen meinte. Ist da noch nicht? Guck mal auf deiner Minimap. Also auf der großen, wenn du M drückst. Und da ist dann vom Schloss. So nordwestlich, so ein grüner Bubbel. Da kommen wir nicht so einfach dran, das ist eine fliegende Insel. Und da daneben ist nämlich auch noch, da dachte ich, dass das der Turm ist, den du meintest. Oh, das sieht aus wie ein Schiff. Ich sehe da gerade nichts daneben, war da bei dir ausgebaut. Okay. Ich meinte eigentlich den Turm. Also den östlich von der Burg. Ja. Okay. Na dann, auf nach Osten. Huch. Auf zur östlichen Burg, Turm, whatever. Es kann sein, dass da oben drauf ein Golem ist. Ich habe noch nie gegen einen Golem gekämpft. Der ist schweinestark. Also wir sollten jede Kiste, auf jeder Etage gibt es Kisten, normalerweise auf jeder. Okay, oh fuck. Ausräumen. Das ist ja voll der Lufia-Turm. Ja. Was ist denn der gebaut? Wenn. Aus Gravel? Kobbel meine ich doch, Kobbel. Also hier, jetzt bist du weg. Wie heißt's? Ah ja, ja. Hätte der Name dafür gerade ein. Genau, das meine ich. Wie bist du eigentlich? Ja, du bist auf der anderen Seite von mir. Ei, stehen geblieben. So, aussteigen, zack. Doch böse, giftige Spinnen. Die sind kein Problem. Aber das Skelett hier unten, das ist schon eher ein Problem. Wird da zwei Spawner geben. Am besten erstmal die Spawner töten. Erstmal das Skelett hier töten. Kaputt machen. Wo ist es denn nur hin? Du blödes Arschskelett. Könntest du. Ich lenke die Skelette ab. Ich bin gerade noch über einer Giftspinne. Könnte es eventuell klappen. Hey. So. Wow. Dicht. Oh, hallo.
Ja, sehr gut. Links ab. Da backen sich Spinnen runter. So, ich bin da. Ich bin endlich reingekommen. Meine Güte. Haben wir eben zugebaut, weil sich da Spinnen runter. Okay. In der Truhe ist ein Steinschwert. Oh, Melonen. Okay. Jeder, man könnte nachher eventuell... Also wir lassen das erstmal alles so schön drin, wie es ist. Nee. Und auf dem Weg zurück gehen wir nach unten und sammeln das wieder ein. Ja, das Problem ist, wenn da... Ich weiß nicht, ob da oben so ein Golem drauf ist. Wenn der Golem drauf ist, zerstört der alles. Der spuckt Feuer und lässt den ganzen Turm explodieren. Und wenn wir den Golem dann doch schaffen zu töten, so, dann fällt der Turm auch in sich zusammen. Ich habe eine weitere Idee. Pass mal auf. Das, was wertvoll ist, habe ich jetzt rausgenommen. Und zwar... Das da könnte dort eventuell... Ja, das macht Sinn. Alles rausschaffen. Richtig. Schön weit von dem Turm weg. Mach schon mal die Kiste ab. Dann da eine Kiste hin. Ich hab sie schon abgebaut. Cool, mich hat hier eine Spinne geboxt. Eine Wasserspinne. Juhu. Ach, ist sie nicht niedlich. Können Spinnen nicht schwimmen? Und die ich hatte, konnten schwimmen. Die bleibt da unten auf dem Boden. Haha, ist die doof. Ja. Warte mal, dann hole ich mal mein Boot zurück. Eins steht auch irgendwie woan. Oh, wie ist das ewig weit noch getrieben, mein Boot? Wir können auch sicherheitshalber mal unser Eisenwerkzeug unten reintun. Genug Holz, ich kann dann zur Not auch wieder eins bauen. Dass das so ein bisschen die Sicherungskiste ist, sollten wir mit dem Turm sterben, ja, und so. Ja, okay, na, ich behalte mein Zeugs. Ja, vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig, so, weil der mit Feuer schmeißt, werde ich mir noch ein bisschen die Brücke zerstören. Und es explodiert, wie gesagt. Oh. Jetzt kommen die ganzen Spinnen hoch. Runter, wie auch immer. Brauchst du die Brücke nicht zerstören? Sicher. Ich habe Angst, dass sie dann wegkokelt und dann damit das bis zu unserem. Oh! Böse Spinne. Oder? Wow! Ja. Kommen immer mehr, verdammt! Also die dicken Spinnen können schwimmen. Okay. Also ich gehe jetzt wieder in den Turm rein, sofern es mir ermöglicht wird. Ist. Verdammt! Lass mich hier rein! So. Schick, schick. Ach. Mach mal die lustige kleine Insel mal eben aus Dreck. Ja, bitte. Ich gehe schon mal ein Stück hoch. Hier wächst ein Pilz mitten im Turm. Hm. Na, kommt doch her, ihr doofen blöden Spinnen. Hehehe. Das gibt Erfahrungspunkte, sagen wir. Au. Oh, das sind auch noch zwei Spinnspawner. Ein Spinnreiter direkt neben mir. Oh mein Gott. Nein. Ah, verdammt. Komm. Ich komme schon. So, Licht muss ich da drüber machen. Lass mich hier wieder raus, Mann! Ah. Tatsächlich, das geht mit so einer Hacke deutlich schneller. Sogar wirklich deutlich schneller. So, I did it! Oh, da ist eine Sichel drin. Eine Steinsichel. Oh. Hammer. Und 64 Stein. Hüpp, hüpp. Den brauchen wir nicht. Macht jetzt ja jeder sozusagen eine Etage und springt dann runter, safe das Zeug. Wow, 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 ja. Das klang wie Zombie. Oh, nö, noch geht's. Hast du den Boden kaputt gemacht? Nein, ich habe keinen Boden kaputt gemacht. Ich stehe oberhalb der Treppe, schlage auf... da unten. Schlage hier drauf ein. Okay. Interessant. Ja, die kämpfen gerade gegeneinander. Und dann Spinnenreiter. Die backen sich ja wie Sau. Ja, ja.
Na ja, Hauptsache zu. Ja, doch, bitte endlich. Irgendwas? Ja. Da ist ein Skelett, was sich die ganze Zeit hochbackt, ist sehr anstrengend, Gott. Ich glaub's ja. Ich versuche da gerade die Löcher zu flicken. Da ist ein Skelett, das backt sich die ganze Zeit durch. Wie es das macht, weiß ich nicht. Das tut es. Immer gut. Ich weiß nicht, aber es trifft mich. Okay. Warte, jetzt hast du es kaputt bekommen, oder? Wirklich. Ich sehe dich gerade. Stirb. Oh. Achtung, ich bin hinter dir. Apfel, Lorn, Bottle of Enchanting, Iron, oh. Geil. Stone Shield. Ein Schild. Okay. Schild lass angelegt. Ich würde dir mal eben von mir das Zeug geben. Ein Schild. Weil du nämlich das Schild. Ich habe 3-mal Chocobo-Bücher. Weißt du das mal eben? Da ist noch eine Kiste, sollte unten die voll werden. Ach, die können wir doch direkt mitnehmen. Hörchen. Ich hab nichts, wo. Bitte? Ich hab keine Axt dabei. Dauert ewig. Pause ab, da drüben. Da. Eine Menge Stuff. Ja. Juhu. Dankeschön. Bis gleich. Oh. Gleich. Eieiei. Halt. Bucket. Dort können wir ruhig behalten. Das Holz hoch. So. Wo ist mein Schwert hin? Das hast du mir mitgegeben, glaube ich. Nee. Oder es ist kaputt gegangen. Ich bring dir ein neues mit. Wahrscheinlich gerade. Ja, meins ist unten und ich spring jetzt raus. Da waren mir gerade eindeutig viel zu viele Zombies. Da. Warte, dein Schwert? Ja. Bitteschön. Auf nach oben. Oh, die kommen alle runtergelaufen. Oh, Entschuldigung. Macht nichts. Ich sehe auch aus wie ein Zombie manchmal. Habe ich das Gefühl. Vor allem, wenn ich früh aufstehe. Da sehen wir doch alle so ein bisschen aus wie Zombies, oder? Ich war nämlich gerade bemüht, die Löcher dort oben in der Decke... Ja, mit Erde zuzumachen. Ich habe noch 2 Holz und einen Dreck. Hast du extra wieder Erde... Oh, okay. Dann bist du auch so ein bisschen... Oh, fuck. Eine Backspinne. Eine Backspinne? Ja, egal. Okay, lock sie alle auf dich, ich mache wieder zwischen kaputt. Ja, ich zieh die einfach auf mich, genau. So, mein Schwert ist auch gleich kaputt. Oh, verzaubertes Buch. Das heißt nur verzaubertes Buch. Hast du noch Rüstung? Ich bin voll gerüstet eigentlich, quasi. Ey, mich greift was an. Eine kleine Spinne. Ich bin ziemlich gut gerüstet, ja. Aber ich habe keinen Helm mehr. Haha, dann nehme ich gleich den neuen, den ich gefunden habe. Oh, fuck, hier ist irgendein Zombie. Stirb! Weil oben Löcher sind. So. Okay. Hier ist immer noch diese Backspinne. Ah, ich habe sie entbackt. Bitteschön. Dankeschön. Verzaubertes Buch, was nur verzaubertes Buch heißt. Okay. Du hast noch keine Axt gehabt. Warte mal kurz, wo bist du hin? Ich bin eine Etage schon höher. Ja, warte, hier. Hier ist mal eine Axt. Und eine Schaufel hast du, glaube ich, auch nicht gehabt. Naja, ein Schwert wäre cooler eigentlich. Habe ich auch noch eins. Kann ich auch geben.
War gerade alles in der Kiste. Müsstest du nochmal zurückgehen. Okay, warte. Oh, fuck, ja, die Dreckmistviecher. Ich komme. Ja, ja, danke. Da, genau, da, Schwert. Huch, jetzt kommt ja auch noch ein Skelett. Habe ich dich gerade gehauen? Ja, ich glaube, ich habe dich auch gehauen. Oh. Ach, die fallen alle von oben runter. So. Ihr habt doch endlich. Ja, die Hälfte fällt von oben runter. Eigentlich schon wieder. Problem ist, ich habe nicht mehr viel Energie. Heißt, ich baue mich jetzt elegant ein. Sehr elegant. Okay, ich versuche die Löcher noch ein bisschen zu stopfen. Warte mal. Ach nee. Obwohl. Ich habe voll die geile Idee. Warst du schon in der Kiste da unten? Nö. Oh. Gut, ich hab's dir gelehrt. Ich hab mich erstmal um den einen Spawner schon mal gekümmert. Ach, die Idee hattest du. Das ist natürlich interessant. Okay, ich geh hoch. Ich wollte gerade den anderen da sein. Wow. Daneben? Jetzt hast du. Hab ihn. Ich nehme mir immer den ganzen Moosstein ein bisschen mit, weil man damit wunderbar die Löcher flicken kann. Meine Erde ist jetzt auch aufgebraucht. Oh, Zombies. Und so weiter. So. Hüpsa. Was? Kannst du dich mal um den Typen da unten kümmern? Danke. Dann kann ich ja weiter flicken. Noch einer? Mann! Geh mir nicht auf den Sack hier! Oh, buh. Wollen wir erstmal runterrennen und Inventar und so? Ich bin da immer direkt aus dem Fenster gehüpft. Ja. Bei meinem Glück erwische ich nämlich den Holzsteg. Was macht denn du schon wieder hier, Mann? Hau ab! Eben erstmal runter, ne? Ich werde erstmal hier alles. Jetzt mache ich hier erstmal den Ausgang zu, ey, das nervt. So. Oh, Steak. Verdammt. Brauchst du irgendwann ein Werkzeug? Ich habe keine Schuhe mehr. Nö. Im Moment bin ich eigentlich gut im Stoff. Hey. Wenn wir nicht alleine hochgehen, oben sollten wir nämlich dann wirklich. Mhm. Mann. So. Oh, da ist ja auch noch ein Loch. So. Ich hab alles zugelöchert. Gelöchert? Also, ich hab die Löcher weggemacht. So. Zugelöchert. Ja. Ah, ist gut. Fuck. Oh, Pflasterstein, sehr gut. Komm, stirb. Wieder hoch. Neues Füllmaterial geholt und. Jetzt hab ich mit dem Schwert auf den Zombie geworfen. Oh, schlecht. Das ist immer so eine sehr gute Idee, sowas zu machen. Ein bisschen was zu futtern. Ich habe nur noch zwei Brot. Ich habe 7 dabei. Ich kann dir dann zur Not noch welches geben. Ich baue mal noch ein bisschen von dem Moosstein ab. Ach so, du bist schon da. Ja. Okay. Hohohoho. Gucken aber alle gierig und das sind echt viele. Ja, deswegen bin ich auch noch erstmal unten geblieben. Aber wir könnten oben zumachen.
Ich kämpfe mich von unten durch. Ja, mache ich auch gerade. Kann man einfach gedrückt halten zum Weiterkämpfen? Nee. Das sind echt verdammt viele, ey. Ja. Entschuldige, sollte ich dich treffen, aber die läuft gerade fies. Oh ja. Okay, ich verpiss mich erstmal. Erste Welle habe ich dann schon mal. Weil jetzt wird es nämlich langsam dunkel. So, jetzt könnt ihr hier schon mal nicht mehr runterrennen. Ich mach grad. Oh, die fallen noch nach unten. Nee, ich hab grad den Spawner kaputt gemacht. Haha, blöder Zombie, stirb! So, also es war ungefähr hier. Und dort, 1, 2, 3. Also hier, 1, 2, 3, genau dort. Denk inzwischen die Viecher ab. So. Noch eine, wow. Ich bin drin. Ah, mein Schwert ist kaputt gegangen, verdammt. Oh. Essenzen und Diamanten und ach ganz toll. Ja, hier sind so ganz viele noch Skelette und ich habe kein Schwert. Echt? Oh, wir haben ja auch kein Licht hier drin, groß, ne? Das heißt, die sind regulär gespawnt oder runtergefallen. Jetzt habe ich schon wieder kein Schwert. Was? Meinst du, ist auch gleich kaputt? Egal. Wir müssen gleich alle beide runter und müssen ein neues bauen. Die Schippe. Dann haben wir erstmal hier dazu. Hüp. Und hüp. Da. Und alle hüp. Und alle hüp sagt. Ich sag hüp, hüp, mal. Irgendwie buggt hier das manchmal auch mit dem Bauen, weh. Ja. Es ist. Die oh. Felder, die glitschen weg teilweise. So, da ist noch okay. Ein Loch. Sehr gut. Gut, jetzt gehen wir erstmal schnell runter und machen uns neues Werkzeug. Wusch. So, ausleuchten noch. Ich dachte, ich habe genug ausgeleuchtet gehabt. Nee, ab 7 spawnen sie regulär. Okay. Eisen. Nehmen wir noch ein normales Schwert mit. Vielleicht auch noch ein normales Schwert. Okay. Machen bitte. Soll ich den Schwert mitmachen? Ja, bitte. Zombie-Kopf. Wie schön. Heute Karotte, Kias, Smaragde. Bitte schön, sag Magic ich. Essence. Oh, danke schön. Magic Essence habe ich. Spannend. Okay. Damit können wir uns so lustige Zauberstäbe basteln. Ich habe fast einen leeren Bogen. Nimm dir Brot mit. Bogen. Da. Haben wir hier noch andere Bögen? Hier, wir sind fast oben. Weiß nicht. Nee. Na gut, 17 Pfeile halt. Wir sind fast oben. Okay. Brot mitnehmen, hast du gesagt. Sehr gute Idee. Jetzt habe ich noch 6 Brot. Gut. So. Weg, weg, weg. Das auch weg, weg. Eine Schippe brauche ich ja eh nicht. So, Emerald brauche ich auch nicht. Das weg. Das weg. Das weg. Guck vorsichtshalber nochmal, was meine Rüstung macht. Meine macht nämlich auch langsam den mein Helm ist fast putt. Ist alles fast bei der Hälfte. Aber okay. Wesentlich weiter runter. Meine Hose hält, glaube ich, noch einen Schlag aus und es sind noch 3 oder 4. Hm. Aber wir haben hier noch ein Hemd in der Kiste. Ich bring dir das mal mit. Ja, super. Und was brauchst du noch? Nein, so viel haben wir nicht mehr. Wir haben nur noch. Dann nur das 4. Hemd. Das ist okay. Okay. Bist du schon wieder oben? Ja. Okay. Dann kann ich das direkt zuwerfen. Ich habe jetzt Pfeil und Bogen, auch wenn der Bogen fast kaputt ist und wahrscheinlich bloß noch einen Pfeil abschießen kann. Obwohl, wir haben noch Strings unten. Mensch, ich baue mir einfach einen neuen Bogen. Bin gleich da. Ja. Wäre eine Option. Was höre ich hier von? Da kommt schon wieder einer. Oh, cool. Oh. Weiß noch nicht, ach, die ist viel zu weit weg. Die ist mitten auf dem Meeresboden gelandet. Ja, nö, dann nicht. Och, wir haben Blaze Rod. Mhm. String. Wie war es noch? So. Und
So, so, so. Ja. Na, perfekt. Hüp, hüp. Okay, I'm on my way. Hm. Wirklich sinnvoll, von unten die Spawner zu donnern. Vor allem, wenn man ungefähr weiß, wo die sind. Ja. Wir sind wirklich fast oben, ja? Krass. Oh, noch weiter. Was ist denn hier los? Da ist noch ein Loch. So. So, die Spawner über uns direkt habe ich schon gekillt. Jetzt müssen wir die Viecher killen. Warte, ich bringe dir erstmal eine neue Platte. Oh, du hast ja zugemacht. Ja, hier. Gehabt. Hier. Okay. Hier. Ah, hi. Bisschen. Dankeschön. Okay. Wow. Huch. Bleib, die Spawner oben sind schon jetzt kaputt. Mhm. Oh, Verzeihung. Alles gut. Wow, 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 wow. Da ist irgendwas Rares dabei gewesen gerade. Da. Oh, was habe ich denn jetzt gerade gehabt? Hm. Okay. So. Ist nicht zu essen. Hab ich einen Pott gegessen. Oh! Wie von hinten, Achtung. Ich versuche hier durchzubauen, aber es hat nicht funktioniert. Was ist denn hier passiert? So. Oh Gott. Warte, ja? Stirb doch, du blödes, dreckiges, kacke Zombie-Viech. Ich hab ihn gleich. Ich habe den seltenen Zombie getötet. Hey. Und das war's jetzt mit den Gegnern, glaube ich. Nee, noch nicht. Ich höre noch. Oh. Ich wollte nicht beschreien. Huch. Machst du mal die Tür auf? Ja, bin dabei. Oh. Ah, Spinnen. Feuergranate. Water Grenade. Die schmeißen. Komm mal her, schnell bitte. Wieder? Nee. Da ist doch irgendwas Rares gerade. Irgendwie giftig. Ja, irgendwie. Aber gleich tot. Okay. Kümmerst du dich um die Gegner? Ich kümmere mich um die Löcher. Wenn keine Gegner da sind, mache ich mit bei Löcher stopfen. Okay. Let's. Hm? Oh, was? Schon wieder eine seltene Spinne. Hä? Oh, ich bin halb tot. Schlecht. Weil ich wieder vergessen habe, was zu essen. Okay, ich hole mir erstmal wieder was zum Abbauen. Also was zum Zubauen, besser gesagt. Ich nehme den halben Turm auseinander, mal. So, das müsste erstmal reichen. Boah, was habe ich denn hier? Diamond Giant Sword. Oh, cool. Ja, ist das mal geil? In einem Kampf aufgenommen. Ja, komm mal her. Ich habe hier vorhin aus der Kiste irgendwas mit, wie ist das? Water Grenade und Fire Grenade. Vielleicht können wir die irgendwie schießen. Stell dich mal vor mich. Ich gebe dir mal die Hälfte gerade ab. Okay. Da, 1, 2. Vielleicht kann man die schmeißen. Ich weiß es nicht. Oh, meine Hose. Ich fühle mich untenrum irgendwie so nackig. Okay. Ich kann dann schon mal nach oben gucken. Mit meinem Giant Sword. Ey, du dreckige Spinne. Boah, schon wieder. Geil. Hab noch gar nicht geguckt. Das hat sogar Fire-Aspekt. Boah. Deine Igel? Da hat mich gerade irgendwas mit einem... Das ist der Golem gewesen. Oh, lolo. Ja, das war der Golem. Warte, gehen wir ein Stück aus dem Weg, wenn es geht. Ganz schlecht, ganz schnell an die Kiste.
Scheiße. Ich helfe dir von hinten. Ja, das geh mal aus dem Weg, geh mal aus den Schusslinie. Ich kann gerade nicht, ich möchte gerade runterspringen. Ah, ich bin runtergesprungen. Der zerlegt jetzt den ganzen Turm und da oben waren die guten Sachen drin. Okay, ich habe ihn bis zur Hälfte runtergemacht. Ich renne sofort wieder hoch. Erstmal meinen. Ja, das Problem ist, der zerbombt alles. So ein Dummsau. Der zerlegt gerade den Turm. Niemals! Ja. Macht er. Oh Mann, ey. Kommt euch mal entgegengerannt? Ich bin ja auch runtergesprungen, weil ich gebrannt habe. Stopp. Ich hab ihn! Sehr gut. Der ist leer, wir müssen eins höher. Wow, es brennt. Ja, ich brenne auch. Warte mal, ich hab doch hier diese. Na gut, ich hab aufgehört zu brennen. Boah, der hat sich durchgebombt von da ganz oben bis hier runter. Na, alter Schwede. Wem ist der Turm bricht langsam in sich ehrlich? Zusammen, wie du es schon hörst. Tja, dann heißt Beilung. Scheiße. Nein! Fuck. Wie? Wurde durch dich getötet? Na gut, okay. Tschüss. Ich bin da mal unten. Fuck. Was? TP? Nani? Ja, soll ich dich teleportieren oder was? Komm. Ja. Achso, ich war gerade unter Wasser übrigens. Ja, ne, alles gut. Meine Sachen sind da oben. Ich geh nochmal hoch. Ich geh auch nochmal hoch, ich will das jetzt wissen. Bombt nicht mehr, soweit ich das gerade höre. Meine Sachen müssen theoretisch da oben. Ich nehme ein bisschen was zum Klettern mit. Ich wollte gerade noch springen, weil ich da Essenzen Essenzen gesehen habe. In dem Moment ich bin auch ich noch dann eine Spinne. Ja, ich sehe meine Sachen. Sehr gut. Oh, von den Sachen, die ich einstecken. Okay. Ja, Electric Grenade habe ich jetzt. Vor der Kiste. Meine Waffen sind weg. Ja, aber gerade nicht so schlimm. Der Rest ist weggebombt. Achso, ja. Der Rest ist weg. Stimmt. Verdammt. So, was habe ich denn hier an mir? Irgend so ein komisches. Ich bin ganz froh, dass ich vorher nochmal runtergegangen Water bin. Water Breathing? Kann ich jetzt unter Wasser gerade eben mega tauchen? Ich habe Water Breathing. Wirklich? Cool. Das wird doch gleich mal getestet. Hui! Ja, Tatsache. Ich bin echt froh, dass ich nochmal alles gesichert habe. Das ist jetzt natürlich extrem praktisch. Ich kann jetzt hier unten einfach nochmal ein bisschen tauchen und gucken, was hier so alles runtergefallen ist. Oh ja, das ist da. Schade. Mein Schwert lag da. Wieso lag das hier unten? Möchte doch auftauchen. Wie bitte? Sollte gleich Achso. auftauchen. Knack, knack. Was ist denn hier passiert? Sehr verloren habe ich nicht. Ich höre schon wieder eine Ach, jetzt sehe ich sie auch. Geht aber irgendwie nicht auf mich los. Ach, man sieht nichts. So wirklich. Schade, schade. Komm, mach endlich das Ding kaputt hier. Ich habe hier nämlich was gefunden unter Wasser. Da gibt's auch Dungeons. Ja. Und ich glaube, ich habe einen gefunden. Ich bin mir unsicher, ob ich das wirklich riskieren soll, jetzt da runter zu gehen, ja. Ah, okay. Aber nice. Autsch. Ach ja, das ist eine Ra. Da leuchten nur noch die Augen. Auf und.
Na gut, da unten war nichts weiter außer Redstone. Unten. Ein Redstone-Block habe ich nur gesehen. Kleine böse Spinne, diese kleine böse, böse fucking Spinne. Ey, wie weit springt die denn? Wo bist du? Hier oberhalb. Hm. Ich komme gerade wieder nach oben. Hopp. Gerade vor der Spinne. Hopp, hat kaputt gemacht. Nee, die Spinne ist unter mir. Du hast, du kannst lange atmen, Tau. Ja. Direkt unter mir ist... Warte, ich komme gerade mit dem Boot. Ich bringe dir gerade das Boot. Das ist interessant, weil die taucht nicht auf. Das heißt, die nimmt permanent Schaden. Ja, das stimmt. Versucht sich aber gleichzeitig wieder zu heilen. Ja, ist sie tot? Wo ist sie hin? Nee, sie lebt noch. Ich sehe sie nicht. Au. Ich sehe die wirklich nicht. Ja, die, du siehst teilweise nur noch die Augen. 4, 4, minus 4, jetzt ist sie okay. Tot. Ich glaube, hier unten ist nichts weiter außer Sand. Okay. Sachen nach Hause schaffen oder das nächste? Nö, ich würde die Sachen doch erstmal nach Hause bringen wollen, das stimmt schon. Was haben wir denn hier? Okay. Ah. Unter Wasser irgendwas. Wasser irgendwas? Ja. Scheiß drauf hier. Warte mal, wir haben das anders. Kann sein, dass da was ist. Irgendwas ist ein Schneebiom. Schneebiom mit Sand finde ich ja jetzt nicht so. Nee, normal. Find's nicht. Fuck! Weiß, ich bin da spießig. Ich verliere Energie. Tauch schneller auf. Echt? Nein! Ich hab nicht gestorben, doch, es war oder? Plötzlich vorbei. Wem ist, ich hab keinen, da unten drin. Unsinn Punkte. TP. Player not found. Sammel gerade ein paar deiner Sachen auf. Das ist nett. Uff. Bis ich jetzt gleich sterbe. Haben wir Wassergranaten? Ja. Dann beschmeiß mich mal mit so einer Wassergranate. Ich glaube, die waren das nämlich. Da, Water Grenade. Au. Entschuldigung. Nee, okay, ist nicht. Uiuiui, mir ist jetzt so, als hätte ich gebrochen. Ist das geil. Ja, im Ernst, hat sich alles gedreht. Ja, also das ist es schon mal nicht. Aber das war eine Wassergranate, die du geworfen hast, ja? Ja. Okay. Tja. Dann war es halt nicht die Wassergranate. Hier unten Zombies. Das war ja direkt unter uns, ne? Ja. Ja. So, gibt's hier ein Luftloch? Ich habe da nämlich gerade eins gebaut. Als ich gestorben bin. Nicht optimal. Aber ich weiß nicht mehr, wo es ist. Ich bin drin. Wäre ich jetzt gerade verreckt. Ich komme! Aber wo genau? Das ist die Frage. Ach, da. Von welcher Seite muss man ran, um in das Luftloch zu kommen? Da. Es gibt sogar zwei. Ich werde wieder sterben. Ich höre es knacken. Ich höre es knacken. Ich bin gleich tot. Komm zu mir. Wo bist denn du nur? Zu mir. Hier, hinter dir. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, ja, nein. Ja, verdammt, ey. Jetzt will ich wissen, wo. Zeig mir, wo. Sammel dann mal zum zweiten Mal dein Zeug. Hier war es nämlich nicht. Ich bin gestorben. Oh, lass mich ja raus. So, und wo ist jetzt das Wasserloch? Luftloch? Hallo? Oh, hier sind auch kleine Luftlöcher. Mann, ich habe immer noch kein Luftloch gefunden. Oh, oh, ja, oh, ich bin oh, auch gleich oh, tot. Oh, 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 oh. Halte aus. Oh, ich bin genau, ich habe noch ein halbes Herz. Ich bin mit einem halben Herz reingekommen. Wenn du stirbst,
Nee, ich bin drin, alles gut. Nee. Ach, das war das Luftloch. Ah. Okay. Hier ist aber irgendwo noch eins. Okay, nee, das habe ich nicht gebaut. Aber genau da wollte ich nämlich hin und gucken, was das überhaupt ist. Huch. Luftloch. Da ist einer. Aber ich lade jetzt auch erstmal meine Herzen hier auf. So, ich gehe jetzt wieder an Land. Du hast meine Sachen, sagst du? Ich weiß nicht, ob ich alles habe. Da unten liegt noch ein bisschen was. Ich werde da gleich nochmal dran vorbeigehen, wenn ich wieder aufgeladen bin. Ich schnapp mir jetzt erstmal hier ein paar Sachen. Bis ich voll bin. So. Schwierig, wenn man nur eine Hand zur Verfügung hat, ein Bounty zu öffnen und zu... Da ist Essen weniger, aber zu öffnen. Okay, also ich würde vorschlagen, wir düsen dann im nächsten Part nach Hause. Genau. Also, macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss.